So, Hallöchen, das, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, das ist ein gesondertes Video. Da bin ich schon 4 Tage bei, das zu machen. Da komme ich später zu. Wozu ich jetzt kommen möchte, ist, eigentlich wollte ich da kein großartiges Video drüber machen, aber ich muss es einfach mal tun. Das ist das hier. Kassettendigitalisierer. Ich habe mir mal so ein Ding gegönnt. Ich mache jetzt auch keine Werbung dafür. Ihr sollt so ein Ding gar nicht erst kaufen. Ihr seht nachher gleich warum. Das Ding ist schon gebraucht gewesen. Habe ich für einen Fünfer gekriegt. War aber noch relativ gut verpackt. Ist wenig gelaufen, so wie es aussieht. Inhalt ist nicht viel drin. Buch, Batterien, Kopfhörer und der eigentliche Dingens, den habe ich hier schon. Der hier. Der Player. Ich habe jetzt hier ein Manual, jetzt will ich da mal was nachgucken, weil das kann nicht sein, was ich da höre. Die Software, da ist noch eine Software drinne, die benutze ich aber nicht. Gibt es hier auch irgendwie Kassetten überspielen? Das ist jetzt alles nur Deutsch? Nein. Ich brauche einfach mal die technischen Daten, brauche ich mal von dem Ding. Problemlösung. Kein Ton. Technische Daten, Seite 6. Zwei. Das war's. Das sind die technischen Daten. Batterien 2x AA, optional über Steckernetzteil 3 Volt, Polung Center positiv. Über es war USB 2.0, 500 bla Batterien bla von euch. Ohrhörer 32 Ohm, Breitband, Kennspannung 103 Millivolt, Schalldruck mit belegten Ohrhörer 86,8 Dezibel. Ausgangsspannung am A 29 Millivolt, das war's. Das waren die technischen Daten. Ja. Ich gehe da jetzt auch nicht näher drauf ein, was da noch so alles drin ist. Es geht nur um die Kiste. Das Ding hat Auto-Reverse. Kann man hier sehen. Es hat einen Stereo-Kopf, das ist schon mal ein Vorteil. Es ist Stereo und nicht Mono. Das Ding soll auch als tragbarer Kassettenplayer dienen. Ja, da ist die Play-Taste, Stopp-Taste, vorwärts, rückwärts hier oben und dann eben kontinuierlich hin und her oder nur einmal umdrehen und dann die Direction. Das war's. Mini-USB, das ist zumindest okay. Kopfhörer-Dings und Stromanschluss. Das war's. Keine Umschaltung für welche Kassettenart. Das ist auch nicht mal da intern. Keine Rauschunterdrückung. Nichts. Also ich komme gleich auf das, was ich da gehört habe. Also das ist echt mies. Dazu muss ich aber auch von dem PC wechseln. Die Software benutze ich nicht, aber das, was das Ding hier macht, das ist gar nicht mal so verkehrt, was hier mit dem USB passiert. Komme ich aber gleich auf dem PC drauf zu sprechen. Also wechsle ich jetzt auf den PC. Ihr müsst jetzt hier nicht mehr weiter sehen. Ich werde nur Kassette einlegen und Play drücken. Da ist ein 3 kHz-Ton drauf. Der ist wirklich sauber. Ich habe nochmal gerade an meinem guten Kassettendeck vom Sony gehört. Der ist top sauber. 3 kHz lang. Aber was hier rauskommt, werdet ihr gleich sehen. So, darum wechsle ich jetzt auf den PC. Also bis gleich. So, nun bin ich hier. Jetzt hört ihr mich über mein Mikrofon. Jetzt werde ich mal den Dings reinstecken. Ich hoffe, das klappt denn immer noch. Stecke ich mal den Dings rein. Mikrofon müsstet ihr noch hören. Ja, Mikrofon hört ihr noch. Und hier ist Mikrofon-Array, USB, PNP, Audio-Device, Standardgerät. Naja, gut, ist ja egal. Abhören ist klar, Pegel, da komme ich gleich zu. Und erweitert.
Zwei Kanal 16-Bit 48.000 Hertz, das ist okay. Also da kann ich nicht meckern. Das ist wirklich völlig okay. Das ist eigentlich, hätten 44.000 hätten gereicht, aber 48.000, das ist völlig okay. Das passt. Da kann ich nicht drüber meckern. Aber ich hoffe, ich kriege das hin. Ob das hier mit hinhaut? Ich lege mal die Kassette ein, da ist ein Ton drauf. What you hear, ja, ist klar. Da geht jetzt nichts. Jetzt müsste das aber gehen. Ich spiele jetzt auf eine Seite ab. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht im. Sorry, jetzt dürftet ihr es nicht hören. Ja. Moment. So, ich spiele jetzt die eine Seite ab. Auf die eine Seite, also von, ja, ich mache jetzt nicht Auto Reverse in dem Sinne. Da ist er relativ schnell. Ihr hört es jetzt nicht. Ich mache es auch nicht an. Ich kann die Lautstärke sogar über den Lautstärkepot die von der Kassette regeln. Aber ihr seht schon, da ist er relativ schnell, zu schnell. Da ist aber noch mehr drin. Jetzt drehe ich die Kassette um und muss natürlich andere Richtung machen. Da ist er zu langsam eigentlich. Aber hier, wenn ich jetzt hier mal bei 1% hingehe, da ist er zu langsam. 2900. Wenn ich es jetzt nochmal andersrum mache. Normalerweise, ich habe es mitgekriegt, ist er eigentlich zu schnell. Es ist kein sauberes Sinussignal. Und ich habe ja noch ein Programm. Da kann ich das sogar sichtbar machen. Müsste so funktionieren. Ja. Normalerweise müsste ein sauberer Sinus rauskommen. Ihr seht aber schon, knapp bei 3 Kilohertz. Dann nochmal bei 6, bei 9, bei 12. Sind Oberwellen. Ich sie jetzt andersrum reinstecke und andersrum ist er noch, ist er zu langsam, ist er jetzt schon weniger bei 3, also unter 3, 2,9 oder was das da sind. Hier genauso, da sind auch Oberwellen drauf. Aber er hat noch eine Sache, wenn ich jetzt ohne Kassette abspiele. Und das geht gar nicht. Es rauscht. Es rauscht deutlich. Das geht erstmal nicht. Und ich hoffe, ich kriege das hier hin. Ich mache es mal mit dem Kopfhörer. Vielleicht kann man es hören. Oder ich versuche es ins Video reinzukriegen dann. Ich mache jetzt mal auf ganz leise. Nee. Ich versuche es mal ins Video reinzukriegen. Ihr habt es gehört, so ein. Also, das geht gar nicht.
Wenn ich jetzt die andere Seite versuche. Ist es auch. Es ist aber ein sauberer Sinuston. Ich habe das auf meinem Kassettenrekorder oder Deck, was ich nebenan habe, gehört. Ich müsste jetzt einmal vorspulen. Ich habe da noch ein Lied drauf, aber ne, ich habe jetzt keine lizenzfreie Musik hier. Das hört sich grausig an. Das kann man nicht als Digitalisierer anbieten. Zu einem, es rauscht bis und geht nicht mehr. Und dass ich die Lautstärke, was der aufnimmt, über die Lautstärke hier von dem Kopfhörer mitregel, das geht eigentlich auch nicht. Das sollte nicht sein. Die Software werde ich nicht installieren, das brauche ich gar nicht. Da habe ich nur gesehen mit, was stand da drauf? Wo habe ich das Ding da? Nee, das steht auf der Packung sogar drauf. Schnell und komfortable Bedienung über die einfache Übertragung auf PC. Wandelt Kassettenformate in digitale Formate wie WAV, MP3, WMA und OGG um. Ja, klar, ich kann mit jedem Programm, das ich da benutze, das in jeden Format reinhauen. Dann stand hier noch was mit hier hinten. Zum Konvertieren von Musik- und Hörspielkassetten wandelt Formate um. Schnell und komfortable Bedienung. Aufnahmesoftware Audio Lava mit Rauschunterdrückung und Normalisierung. Nein, sorry, also eine Rauschunterdrückung und Normalisierung digital machen. Ist doch Schwachsinn. Wenn, dann muss ich schon am Gerät selber so wenig Rauschen wie nur irgend möglich kriegen und das ist aber hier nicht gegeben. Ja, Gehäuse im klassischen Hosentaschenformat mit Körperausgabe, mit Wiedergabe, Auto-Reverse-Funktion, auch als tragbaren Kassettenspieler verwendbar. Betrieb über USB oder Batterie, inklusive Batterien, Software, CD, USB-Kabel und Stereo-Ohrhörer. Sorry. Ich weiß nicht, ob ich das Ding nochmal aufschraube. Eigentlich könnte ich das mal machen. Das sind hier 1, 2, 3 Schräubchen, die ich sehe. Ich schraube es mal auf. Ich zeige es euch dann mal, wie es von drinnen aussieht. Also, PC-mäßig, also so wie das Ding im Moment abspielt, nein. Also allein schon mit dem Rauschen, das geht gar nicht. Dieses das geht auch nicht. Er hat kaum Playtime. Also wenn ich das hier angucke, der sieht eigentlich noch so gut wie unbenutzt aus. Ich glaube, die Batterien waren hier auch noch nie drinne gewesen. Ne, da waren noch nie Batterien drinne gewesen. Ich glaube, der wurde noch nie wirklich benutzt. Und der soll schon so sein. Ja, ich werde ihn mal aufschrauben. Ich werde es mal zeigen. So, dann sehen wir uns gleich nochmal über die Kamera. So, nun habe ich ihn offen. Viel ist da nicht zu sehen. Von der Platine her ist auch nicht viel zu sehen. Kriege ich auch nicht ab. Der hier Batteriepol ist gar nicht angelötet. Ich werde jetzt mal USB-Kabel reinstecken und dann mal gucken. Weil das geht ja gar nicht. Also viel ist da nicht drinne. Und eine Kassette einlegen. Einmal zurückspulen. Ich mach mal meinen Kopfhörer rein, mal gucken. Ich komme gleich wieder ins Bild. Moment. So. Da.
Ja, es ist schon ein bisschen besser geworden, warum auch immer. Und zwar lag hier das eine Gummi so. Das war gar nicht auf der Dings drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Öffnen war oder ob das so original wäre. Hört sich nicht mehr so an wie vorhin. Vielleicht war das Gummi wirklich runter. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem geht das Rauschen geht gar nicht, was da drin ist. Wenn ich jetzt nochmal die Batterie rausnehme. Batterie. Die Kassette. Moment. Das rauscht. Das rauscht ohne Ende. Ne, guck mal hier. Ne, Kopfhörer. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch nichts Besonderes. Und die Dinger kosten, ich weiß nicht, was das Ding original kostet, aber nicht 5 Euro. Also hätte es mehr gekostet, hätte es mir auch nicht gekauft. Ich wollte es wirklich nur mal gucken. Ich wollte es nur mal austesten, ob die Dinger überhaupt was taugen. Aber damit würde ich nicht meine Kassette digitalisieren wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier die Motorgeschwindigkeit einstellen kann. Auch bestimmt da. Da ist ein Poti. Aber so von der Platine her ist nicht wirklich viel drauf. Es ist SMD-Kram. Alles winzig klein, ist klar. Ich habe nur vorhin gesehen, hier der Gummi war hier an der Seite nach unten. Dass der drunter gesprungen war, ob das jetzt vom Öffnen oder war oder schon vorher war, weiß ich nicht. Ich lege es drauf. Ich gucke gleich nochmal am PC, wie es aussieht. Aber ihr habt ja gesehen, die Oberwellen, beziehungsweise die Oberwellen. 3 Kilohertz, 6 Kilohertz, 9 Kilohertz. Immer 3 Dinger weiter. Das kann ja nicht richtig sein. Normalerweise sollte da ein Streeter 3 Kilohertz Ton sein, fertig und nichts weiter. Na gut, ich gucke gleich noch mal auf den PC, aber besonders ist das Ding nicht. Also zum Digitalisieren würde ich es nicht empfehlen, ganz ehrlich. Vielleicht ist die Software ja tauglich, aber das Ding nicht. Zumindest nicht mit dem Laufwerk. Der USB-Wandler hier drauf oder was, der scheint okay zu sein. Der scheint ein gutes Teil zu haben. Ach so, ich wollte noch was zeigen. Das ist mir auch aufgefallen, aber wie haben die das denn gemacht? Aber kann man das eventuell erkennen? Ich hoffe, man kann es erkennen. Seht ihr die Kabel dahinter? Keine Schirmung, nix. Beim Tonkopf. Und jetzt ist hier aber ein geschirmtes Kabel. Es ist jetzt ja echt eigenartig. Dann hätten sie doch ein geschirmtes Kabel bis zum Tonkopf bringen können, oder? Rechts, links, Ground, ja. Das müsste ja dann doch aber. Hä? Oh Gott, nee, also ich glaube, das ist zu günstig verarbeitet. Ja. Nee, das wollte ich euch nochmal zeigen. Also ich finde das nicht schön. Erstmal hier Kabel nicht angelötet. Ich weiß nicht, ob das hier runtergesprungen war oder nicht. Der Riemen von der einen Umlenkrolle. Ob ich das war oder vorher das war. Und es rauscht ohne Ende. Keine Rauschunterdrückung, nichts, kein Dolby, gar nichts drauf auf dem Ding. Naja, was soll man da erwarten? So, und über das hier kommt noch separat. Das ist
in der Mache. Das dauert aber ewig. Gut, dann danke fürs Zugucken. So, ich muss noch einmal kurz zwischengrätschen. Ich spule jetzt noch mal. Ich habe ihn auch wieder zusammen. Dieses ist jetzt weg. Er stimmt auch von der Geschwindigkeit jetzt. Ich denke mal, der Gummi war runtergesprungen. Ich spule jetzt noch mal gerade die Kassette um, weil ich auf der anderen Seite hinten ein Lied drauf habe, wie sich das anhört. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, dieses Rauschen im Hintergrund, das ist zu doll. Wenn es jetzt von der Geschwindigkeit her passt, ist okay. Der Zeiger, den ihr gesehen habt, der flattert aber immer noch so bei ungefähr 0,5 umher. Zwischen 0,4 und 0,6. Ich weiß nicht, ob es wow oder flatter ist. Einfach ein Bein. Also ganz sauber läuft der nicht. Aber mit sowas würde ich nicht meine Kassetten digitalisieren. Ganz ehrlich, nein. Da würde ich dann wirklich ein richtiges Kassettendeck nehmen. Natürlich ist so ein USB-Anschluss praktisch. Aber damit, nee, kann ich nicht empfehlen. Sorry, nein. Zumal die Oberwellen, beziehungsweise diese, ja, sind Oberwellen in dem Sinne. Diese 3, 6, 9, ich glaube sogar bei 12 war. Wenn ich auf der einen Seite bin, sind sie stärker als sie auf der anderen Seite. Also, wenn ich zu der Seite rüber spiele, sind sie stärker, als wenn ich zu der anderen Seite rüber spiele. Das kann es nicht sein. Normalerweise sollte ein relativ gleichmäßiger 3 Kilohertz Ton da sein. Und wenn dann noch was ist, bei 6 und 9, aber ganz minimal und nicht so stark, wie es zu sehen war. Gut, das als Nachtrag, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.